Amazon bringt mit seinem Echo Show jetzt einen Personal Assistant mit Touchscreen auf den Markt und was der so kann und ob es sich lohnt, einen zu haben, das erkläre ich dir jetzt. Zunächst könnte man sich natürlich einmal fragen, wozu brauche ich das nächste Gerät mit Touchscreen und Bildschirm? Der Amazon ist ungefähr quadratisch und hat oben einen Bildschirm und unten 5 cm große Lautsprecher. Er ist nicht so portabel wie zum Beispiel ein Pad, sondern man muss ihn an den Strom anschließen und sollte ihn ständig an einem Ort stehen haben. Auf dem Homescreen erkennt man natürlich so normale Sachen wie Uhrzeit oder den Wochentag und kann natürlich dann ins Detail gehen und sich Kalendereinträge anzeigen lassen. Auch Nachrichten kann man sich anzeigen lassen und dann per Sprache ins Detail gehen. Video ist möglich, bisher nur bei Amazon Prime und zum Beispiel YouTube. Das kann besonders in der Küche Sinn machen, wenn man sich zum Beispiel Rezepte, Zubereitungen und Küchenvideos anschauen möchte. Besonders in der Küche brauche ich zum Beispiel regelmäßig Timer, auch mal unterschiedliche. Und mit dem Amazon Echo Show kann ich jetzt diese Timer oder mehrere Timer gleichzeitig setzen und auf meinem Echo direkt auf dem Bildschirm sehen, welcher Timer noch wie lange zu laufen hat. Besonders positiv wird erwähnt, dass das Musikhören mit dem Echo Show besonders Spaß macht. Neu ist auch die Videofunktion, mit der man andere Echo Show Benutzer anrufen kann. Auf Wunsch kann man sogar ohne Annahme ins Video reinblenden, was natürlich besonders interessant ist, wenn man zu Hause beispielsweise Kinder hat. Diese Funktion ist standardmäßig natürlich deaktiviert und muss erst einmal manuell aktiviert werden. Die Videoqualität ist erstaunlich gut und macht die Videotelefonie erneut noch einmal einfacher. Amazon Echo ist wirklich das erste Gerät, das man komplett ohne Hände bedienen kann und wirklich alle Funktionen per Sprache steuern kann. Auf Wunsch kann man natürlich doch die Hände zu Hilfe nehmen. Der Setup-Prozess ist super einfach, einfach das WLAN auswählen, verbinden und mit dem Amazon-Account verknüpfen. Ich denke, der beste Einsatzort für den Echo Show ist die Küche, wenn man wirklich die Hände voll hat und sich einfach an Dinge erinnern möchte oder eine Einkaufsliste haben möchte oder ein paar Informationen rausfinden möchte, einen Timer setzen möchte oder andere Aktivitäten hat, bei denen auch ein Echo helfen kann. Dadurch, dass jede Stimme erkannt wird, ist es viel einfacher, den Echo Show mit mehreren Leuten zu benutzen, anders als zum Beispiel bei einem Tablet. Die neue Videofunktion ist natürlich klasse, wenn dein Gegenüber oder dein anderes Familienmitglied auch einen Echo Show hat. Beim Kauf von mehr als einem Echo Show gibt es momentan sogar einen großen Rabatt auf Amazon. Amazon rollt momentan weitere Telefonie- und Sprach- und Videomöglichkeiten auf den Echo-Geräten aus und man kann sich sogar mit dem Telefon, mit dem Smartphone verbinden lassen, falls die Amazon Echo-App dort installiert ist. Das Gerät liefert tolle Musik mit einem klasse Sound und einem sehr dynamischen Bass. Auf dem Display kann man sich die Songtexte anzeigen lassen und er arbeitet momentan zusammen mit Anbietern wie Amazon Music, Spotify, RadioPlayer.de oder TuneIn. Es ist auch möglich, mehrere Echo-Geräte miteinander zu verbinden, sodass die Musik in allen Räumen gleichzeitig abgespielt wird. Über 8 eingebaute Mikrofone kann Amazon Echo auch gesprochenes Wort bei laufender Musik sehr gut erkennen und die Sprachbefehle sehr, sehr störungsfrei umsetzen. Genau wie ein normales Echo kann natürlich auch Smart Home Geräte angeschlossen werden, in diesem Fall natürlich dank des Bildschirms auch Geräte wie zum Beispiel Videokameras. So kann man sich beispielsweise eine Babykamera aus dem Kinderzimmer anzeigen lassen, einfach auf Sprachbefehl. Da Echo bereits mit vielen Smart Home Herstellern zusammen funktioniert, gehen tolle Funktionalitäten wie zum Beispiel Alexa zeigt mir das Kinderzimmer, die Haustür, macht den Ventilator an, stellt das Küchenlicht heller oder macht die Stereoanlage aus. Sowohl das gesamte Alexa-Know-how von Amazon als auch durch Skills macht dein Alexa immer schlauer. Du kannst durch weiteres Installieren kostenloser Zusatzsoftware zum Beispiel Rezepte abrufen, ein Bahnticket bestellen oder Abfragen zur Bahn machen. Du kannst die Tagesschau gucken und du kannst sogar Essen nach Hause bestellen. Die Einrichtung erfolgt wirklich extrem einfach. Nach dem Verbinden mit Strom nur noch das WLAN eintippen und der Rest ist quasi ein Selbstgänger über die App. Das Gerät ist knapp 19 cm hoch und knapp 19 cm breit und ungefähr 9 cm tief. Oben sind Knöpfe zum Lauter und Leiser machen, sowohl eine Taste, um Mikrofon und Kamera auszuschalten. Auf der Vorderseite ist eine Frontkamera angebracht, die für die Videotelefonie dient. Tests und Reviews im Internet fallen sehr positiv aus. Das Gerät scheint toll verarbeitet zu sein und bietet eine unglaubliche Leistung. Besonders interessant ist es natürlich, wenn man zwei oder mehr dieser Geräte besitzt, um damit die Funktionalitäten komplett ausnutzen zu können. Du findest unter dem Video noch einen Link zu Amazon, um alle Details bei Amazon anzugucken und ich freue mich sehr, sobald mein Echo Show bei mir ankommt.